Und ein wunderschön der herzliche Willkommen zum. Was macht die 1 da? So. Zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Dicke Dings. Papara. Mal schauen, ob wir die Folge ankommen. Müssen wir eigentlich fast schaffen. So viel war ja nicht mehr. Wir sind jetzt wieder auf dem Festland. Von daher. Ein paar hundert Kilometer, glaube ich, noch vor uns, aber eben weniger als 400. Und damit sollten wir es in der Folge schaffen. Fischstäbchen. Loi. Siehst du, habe ich gar nicht drauf geachtet. 17 Tonnen Fischstäbchen, davon wird nichts ankommen. Lass uns loslegen. So, erstmal kurz Radio starten hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh Gott, was ist das für eine enge Verarsch. Oh, komm, das ist eine Idee. Oh, ja. Warum eng, wenn so will? Da war so viel Platz. Noch 30, ja moin. Sind eigentlich mittlerweile? Ah, gut. Ah ne, oh, sind nicht wirklich. Links oder rechts? Ich glaube, wir müssen hier nach links. Dann kauft mit unserer Straße. Und jetzt klar. Hätte jetzt das mit grünem Symbol gemusst? Ich schätze mal ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Thank you.
Aber guck mal, der rote Strich auf dem Navi. Ja, der geht doch links lang, oder? Ist da jetzt einfach auf dem roten Strich drauf? Ah ja, fast. Normalerweise erkennt man sowas auf dem Navi ein bisschen besser. Okay, ich muss hier hart nach links. Aha. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich glaube, den 70er Schild kein Stück. Warten, sobald wir 70 erreicht haben, kommt das nächste 40er Schild. Ah, jetzt sogar 90. Ah, nee. Hören wir nicht für uns. Habt ihr gedacht, wir dürfen wieder 80 fahren, aber. Seltsamerweise nicht. Stattdessen jetzt 50, da leck mir am Arsch. 40, da leck mir am Arsch. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das ist ja mal ein interessanter Kreisverkehr hier. Nimm diese Ausfahrt. Lol. Oha. Ich bin in Amerika oder was? Keine Einfüllespur? Das ist aber schlecht. Gut, die ist doch nur 50 erlaubt, vielleicht geht das da. Super. Ich hab doch gerade mit dem Tempomat aktiviert, was denn? Oder hab ich ihn gerade ausgeschalten? Und wieder 60, ja, aber klar. Yeah.
Ja, jetzt aber schon gut bergab. Hier ist mal eine schöne Gegend. Alter, die da ist ja fast look an viele von Japan. Holy shit. Gerade auf der rechten Seite. Das war ja mal. Sah gerade sehr idyllisch aus. Wow. Das ist schon heftig. Praktischerweise gibt es auch krasse Kamera. Dann werden wir diese auch direkt mal nutzen, würde ich mal sagen. Der Deckel.
Guten Appetit. Rob-Ita. Hatte zwar irgendwie gehofft, dass wir ein bisschen mehr von dem da sehen, so ein bisschen. Aber gut. Wir können auch selbst ein bisschen auf Vacation gehen. Na gut, hier fangen schon die PNG-Dinger an. Witzig. hier die eine Textur ist zur Kamera ausgerichtet, die andere Textur nicht. Lol. Das ist ja interessant. Naja, gut. So, wie kommen wir jetzt hier ein wieder raus? Ja, ist das für den Tesla? Ich fick eure Oma ins Kümmer. Nee, nee. Na gut, ich meine, schwarz geht wenigstens auch noch. Ich würde fast sagen, am besten kommen wir raus, wenn wir den Auflieger so ein bisschen da in die Enge reinfahren. Habt ihr genug Platz? Ja. Auf jetzt, aber jetzt mal bitte. Aus jetzt Alpha war. So. Schieben wir den Auflieger mal da rein. Und dann können wir nämlich hier rausfahren. So. Geht hier bergauf. Und bergab. Ernsthaft, muss ich echt beschleunigen, während ich schon fast überholt habe. Affe. Du mit deinem Drecks Volvo. Verpiss den mal, Alter.
Jammaut. Da war schon was auf der Straße drauf hier. Wenn der Monk keinen Kofferraum mehr hat, wird er was er falsch gemacht hat. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ah, vorne ist das Seal. Holy Wagamoli. Versuchen wir da verstanden. Wieder so ein Zahnstocher hier. Der Ding, die Schranken siehst du kaum. Vor allem, dass du das LKW Schaden bekommst. Wenn du gegen so ein Ding durch, also im echten jetzt, gegen so ein Ding fahren würdest, das würdest du das LKW nicht mal spüren. Ich meine, das ist. Ich meine,
Gut, außerdem habe ich bestehen komplett aus Stahl, also dass wirklich ein massiver Stahlstab ist. Aber so wie das Ding aussieht, ist einfach nur ein Hohl-Alu-Dings der Monster. Ah, genau. Ja, siehst du. Da hast du jetzt sogar hinten diese weiße Kappe drauf. Ist also ein Hohl-Alu-Profil. Also quasi ein Rohr. Aus Alu. Und jetzt kommt hinten aus dieser Abschluss drauf. Wie gesagt, das Ding wirst du als LKW nicht mal spüren. Das Ding wirst du einfach wegknicken, das war's. Halt. Ich wollte. Da. Naja. So, da hinten ist die Markierung, da müssen wir hin. Oh, alter, geiler Weg hier. Cool. Ich mag so Steine. Mm. Oh ja, hier kann man nicht. Oh, alter, guck mal, das ist ganz schön. Alter, wie cool ist denn das Gebiet hier, bitte? Oh, alter. Guck mal, hier ist sogar eine alte Schranke. Und alte Gleise und alles. Wie geil ist das bitte? Wow. Okay, ich glaube, wir gehen mal die Fracht ab. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal hier erst ein bisschen um. Wir sind heile angekommen. So, Auftrag erfüllt, Digga. Level 31. Elite. Oh, da haben wir sogar hier, da haben wir hier die ganzen. Ja. Eigentlich ist das schon auf Level 30 Feierabend, weil spritsparende Fahrweise ist ja wirklich. Bringt in der Praxis halt gar nichts. So überhaupt nichts. Neue Spezialtransporte, aha. So, zuallererst bei der Bank. Gehen wir zurückgehen. Bam, easy. Nice. Dann nehmen wir uns gleich mal die 2.000 noch. Also, damit wir mal ein paar schöne Zahlen haben. So. Dann haben wir wieder 20.000. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, was hat mit der Folge? Und dann würde ich mal sagen. Ja, bis zum nächsten.